Herzlich willkommen, die Rechtsanwälte Alexander Scheer und Florian Höllwart. Schön, dass Sie so schnell hierher kommen konnten. Sie haben heute die Plattform präsentiert. Da können sich Menschen, die gegen die Impfpflicht sind, registrieren. Was wollen Sie damit erreichen? Wir hatten, wie schon allgemein bekannt, die Plattform covid-beschwerde.at, die das Ziel hatte, diverse Beschwerden gegen die Verordnungen einzubringen. Jetzt haben wir das dringende Bedürfnis erfahren, dass der gesetzliche Zwang zur Impfpflicht mit 1.2. einen Großteil der Bevölkerung verunsichert und verängstigt. Und wir haben dann gemeinsam die neue Plattform www.keine-impfpflicht.at gegründet, die heute online gestellt wurde. Und da kann man sich registrieren und teilnehmen für verschiedene Programme. Ja, der Inhalt ist, wir wollen gegen das Gesetz, das bis zum 1.2. verabschiedet wird, vorgehen. Wir haben da verschiedene Methoden, um quasi aufzurütteln. Wir wollen hier die Abgeordneten informieren darüber, dass eigentlich in Wahrheit die Impfpflicht ein ganz gravierender Verstoß gegen die Grundrechte ist. Wir wollen tatsächlich auch ein Volksbegehren initiieren, das ein Gesetz verlangt, wonach in Österreich festgelegt wird, dass keine Impfpflicht kommen darf. Und letztlich, falls es wirklich zum Gesetz kommt, wollen wir von dem Verfassungsgerichtshof dieses Gesetz überprüfen lassen. Mhm. Also umso mehr Leute sich da registrieren, umso größer ist dann das Gewicht, das sie in den Forderungen haben? Nein, gar nicht. Also die Registrierung und auch die Unterstützung über diese Plattform hat einzig den Zweck, damit wir unsere Arbeit machen können, weil es ist ein unfassbarer Aufwand, den wir haben. Wir sind mehr oder weniger zwei Kanzleien, die hier zusammenarbeiten. Wir müssen Leute extra einstellen, weil die Flut an Anfragen riesig ist, die wir bekommen. Wir können tatsächlich mittlerweile nicht mehr alle beantworten. Wir versuchen eben über die Plattform diese Informationen, die die Leute von uns haben wollen, weiterzubringen. Wir machen unsere YouTube-Videos, damit die Leute wissen, wo der Stand ist. Und wir müssen, und das ist der wesentliche Kern, den wir haben, und eine eher unjuristische Tätigkeit, wir arbeiten wissenschaftlich auf, warum wir der Meinung sind, dass Impfen nicht die einzige Lösung ist. Was wäre denn eine Alternative zum Impfen, wenn Sie das schon ansprechen? Die Alternative, die wir sehen, ist einmal die PCR-Tests, eine flächendeckende Verfügungstellung von PCR-Tests. Das hatte die Regierung ganz eindeutig verschlafen seit dem Frühjahr. Hätte sie das gemacht, dann wären wir gar nicht in der Situation, überhaupt nachzudenken über einen Impfzwang. Also das ist schon dem Versagen der Regierung geschuldet. Und man weiß ja auch gar nicht, gibt es alternative Impfstoffe, gibt es Totimpfstoffe, gibt es Medikamente. Es hat so den Anschein, dass die Regierung diese Alternativmedizinmaßnahmen gar nicht forcieren möchte. Vielleicht liegt es daran, das weiß ich nicht, aber vielleicht liegt es daran, dass sie so viele Impfstoffe erworben hat und die jetzt unter das Volk bringen muss. Aber es hat halt den Eindruck, dass alles eigentlich nicht koordiniert ist, dass alles ziemlich dilettantisch vonstatten geht. Und jetzt wird halt sozusagen eine Linie in das Ganze reinzubringen, eine rigide, nämlich einen Impfzwang etabliert. Aber wenn Sie sagen, die Impfung ist nicht die Lösung, wenn sich alle regelmäßig PCR testen lassen, wird das ja auch nicht helfen. Na, unser Ansatz ist ja, die PCR-Testung checkt, ob jemand infektiös ist. Und wenn man infektiös ist, muss man in Quarantäne. Das bedeutet, wenn ich sage, jeder soll sich PCR testen, weiß ich in dem Moment, ob ich jemanden anstecken kann. Und wenn ich alle Leute, die ansteckend sind, aus dem Verkehr ziehe durch Quarantäne, gibt es die Infektion, wird die reduziert. Aber der nächste Punkt ist, die Regierung macht es sich sehr einfach. Wir wissen seit März 2020, dass hier Maßnahmen auch auf der Krankenhausebene, auf der Pflegeebene gemacht werden müssen. Alle Ärzte, die irgendwie mit der Sache zu tun haben, sagen, wir müssen ein zentrales Covid-Spital aufbauen. Also ein Spital, wo die Covid-Kranken generell bearbeitet werden. Es ist ja Witz, dass in den diversen Bundesländern diverse Krankenhäuser 8 Intensivbetten für Covid haben. Und also ganz unterschiedliche Handhabungen. Es gibt keine Struktur. Und das muss man endlich aufbauen. Und weil es aber hier diese Möglichkeit gibt, diese Struktur aufzubauen, kann ich nicht einfach einen Eingriff in die Grundrechte machen, weil es gilt immer das gelindere Mittel. Und das gelindere Mittel kann man durch bloße Organisation eine viel bessere Situation schaffen. Ja?
Vielleicht auch jetzt noch die rechtliche Frage, weil es wurde ja im Vorfeld, bevor diese Impfpflicht gekommen ist, ja auch mit Verfassungsrechtlern debattiert, ja, von Seiten der Regierung. Und genau diese Verfassungsrechtler haben auch im Fernsehen dann gesagt, diese Verfassungsrechtler, es ist keine Verletzung der Verfassung. Das sagen einige. Und da gibt es einen sehr prominenten Verfassungsrechtler, der das sagt. Da muss man dazu sagen, es gibt halt pro Verfassungsrechtler eine unterschiedliche Auffassung. Wir vertreten die andere Ansicht. Wir vertreten die Ansicht, dass es sehr wohl ein Eingriff ist, ein Eingriff in die Menschenrechtscharta, also nicht nur IGMR, sondern auch die Menschenrechtscharta. Ich habe die Wahl, mich selber zu entscheiden, wie ich mich behandeln lasse. Und das gehört dazu. Dass der Professor Mayer, den ich grundsätzlich schätze, weil ich habe vor langen Jahren, das war mein erster Professor, mit dem ich hier zu tun hatte, dass der diese Meinung vertritt. Und vor allem nicht nur die Meinung, dass es möglich ist. Möglich ist alles, wenn man Positivist ist. Aber dass dann auch die Maßnahmen, die er gegen die Ungeimpften setzt, so radikal sind, das muss ich ehrlich sagen, das überrascht mich sehr. Mhm. Jetzt aber mal ganz abgesehen davon, dass es bei den Pocken hat es ja auch eine Impfpflicht gegeben. Was ist da eigentlich daran so verwerflich zu sagen, jeder, der kann, der gesundheitlich kann, soll sich impfen? Naja. Dann hätten wir diese Lage auch nicht, die wir jetzt haben. Und dann würde auch nicht die Wirtschaft so massiv leiden. Dann würden nicht die Schüler wieder so massiv leiden. Es haben ja jetzt so viele Menschen deswegen wieder massive Kollateralschäden zu tragen. Darf ich kurz? Ja. Diese Kollateralschäden, von denen Sie da sprechen, die entstehen ja nicht durch das Impfen oder Nicht-Impfen, sondern die entstehen dadurch, dass eine Fehleinschätzung da ist. Das Impfen ist eine Lösung. Natürlich verursacht das Impfen bei vielen für einen gewissen Zeitraum eine geringe Wahrscheinlichkeit, schwer zu erkranken. Wir wissen aber mittlerweile, dass das nicht so ist für die ganze Ewigkeit, sondern 4-5 Monate. Ja. Diese Impfstoffe sind lang nicht so stark, wie wir sie haben. Und das wissen wir, weil wir uns damit beschäftigen, seit Juli. Die Regierung weiß wahrscheinlich seit Mai. Dennoch setzen sie auf die Impfpflicht. Und das ist das Problem. Das heißt, der Impfstoff wird zur heiligen Kuh gemacht und alle tanzen herum. Aber in Wahrheit muss man sich Alternativen überlegen, weil auch jetzt wieder neue Variante. Alle sagen, die Impfstoffe werden jetzt nicht helfen. Das heißt, das System versagt. Kann man aber anpassen, die immer. Ja, aber das wird auch nicht morgen passieren. Das wird auch in 3-4 Monaten, 5 Monaten, was weiß ich. Ja. Mhm. Bitte. Weil immer der Vergleich mit Pocken gemacht wird. Die Pockenimpfung war eine Impfung, die Jahrzehnte, viele Jahrzehnte vorher erprobt wurde. Die Pockenimpfung, das war in den 50er Jahren, da hat sich auch niemand über Menschenrechte, Grundrechte wirklich beschwert. Das war eine ganz andere Situation. Jetzt haben wir eine Impfung, die mag gut sein. Wir kennen keine Langzeitstudien, wir kennen keine Alternativen. Und wir haben allerdings einen massiven Eingriff in Grundrechte. Das alles ist unverhältnismäßig und daher ist es eigentlich auch völlig entbehrlich, hier eine Gegenüberstellung zur Pockenimpfung zu machen. Mhm. Gut, dann gibt es ja nicht viele Länder, wo es diese Impfpflicht gibt. Aber warum haben es denn andere Länder geschafft, mehr Menschen zu überzeugen, sich impfen zu lassen? Warum muss Österreich zu solchen rigorosen Maßnahmen greifen? Was ist denn da falsch gelaufen, Ihrer Meinung nach? Naja, es ist ganz eindeutig ein völliges Versagen des Gesundheitsministers, des damaligen, des jetzigen. Es ist ein völliges Versagen des Bundeskanzlers, allein schon mit seiner verwerflichen Art der Bevölkerung, mit seiner Diktion gegenüberzutreten. Hätte man 2020, 2021 früher mit einer entsprechenden Kommunikation, mit Alternativen, ohne Druck, die Bevölkerung sichergestellt, dass die keine Angst haben muss vor einem Impfzwang. Das wurde ja immer als Gamechanger. Es wurden die Geimpften letztendlich belogen. Im Sommer wäre alles vorbei für sie. Das Licht am Ende des Tunnels. Das hat sich alles als Unwahrheit, als letztendlich Lüge herausgestellt. Und da ist natürlich verständlich, dass hier offensichtlich für die Regierung es der einzige Weg ist, mit einem gewissen Druck vorzugehen, um das zu kompensieren, was Sie im Sommer verabschiedet haben. Man muss auch dazu sagen, weil Sie gesagt haben, andere Länder haben höhere Impfquoten. Israel wird immer als Beispiel gebracht. Tatsächlich hat Israel, nimmt man die impfbare Bevölkerung heran, eine niedrigere Impfquote als Österreich. Das wird immer vergessen. Das wird immer so, man muss immer schauen, wie viele Leute sind impfbar und wie viele Leute sind geimpft worden. Und da ist Österreich im Mittelfeld gar nicht so schlecht beieinander. Ja? Das heißt, also die Kennzahlen in dieser Situation, in dieser Pandemie, sind völlig falsch. Die Regierung verwendet Inzidenzien. Das sagt gar nichts aus.
Weil je mehr ich teste, aber umso höhere Inzidenz habe ich, wenn der Virus gleich verteilt ist. Das ist völlig absurd. Also ist völlig absurd. Es wird im neuen Gesetz, Vögelchen haben gezwitschert, wird da drinnen, wird es begründet mit den Inzidenzen. Wenn wir das machen, wunderbar, freue ich mich. Weil das ist ein weiterer Grund zu zeigen, dass das Gesetz völlig verfassungswidrig ist, weil es nicht sachlich ist. Wie geht es denn jetzt bei Ihnen weiter? Sie haben gesagt, andere Maßnahmen haben Sie auch noch in der Schublade, also nicht nur diese Plattform. Ja. Wir haben, ein Satz noch, wir sind nämlich schon am Ende. Wir werden ein Volksbegehren machen. Ja. Und wir planen, die Bevölkerung zu ermöglichen, jeden einzelnen Abgeordneten mit einem Brief zu kontaktieren. Diese Briefe können generiert werden über diese Plattform www.keineimpfpflicht-impfpflicht.at ab nächster Woche. Und da kann man dann jeden Abgeordneten anschreiben. Und das ist dann möglich, wenn man sich in dieser Plattform registriert. Vielen, vielen Dank an die beiden Herren fürs Kommen. Wir machen eine kurze Werbepause, sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie dran.